Perfekt. Hallo, freut mich, dass so viele da sind. Mich kurz vorstellen. Bernhard Zach, mein Name. Olaf. Noch lauter? Okay, ja. Ich bin jetzt so gewohnt. Wir sind die zwei Entwickler von der Privacy Machine. Also wir sind noch drei weitere. Noch immer lauter, ja. Ich bemühe mich. Okay, so, also zum Mund sozusagen. Ja. Perfekt. Also wir haben heute viel, aber Logo und einen schönen Spruch. Surfen, ohne dass jeder Klick Teil des Lebenslaufs wird. Gut, also der Plan ist, wir werden da in 5 Minuten eher Frontalvortrag machen und die 3 Punkte, was ist das Problem, was ist der Stand der Technik und was ist in balder Zukunft die Lösung dafür, drüber bringen. Danach im Anschluss bitte die Diskussion und die Fragen und auch vielleicht hier wichtig, wir sind den ganzen Tag auf den Linux-Tagen, sprecht uns einfach nachher an. Okay, zum ersten Punkt, das Problem oder das Dilemma ist, alles gratis. Das ist die Kultur, die wir gewohnt sind im Internet. Funktioniert super, man braucht sich nur einloggen, einen Account anlegen, man kriegt Informationen. Auf der anderen Seite gibt es immer jemanden, der aber dafür was tun muss, der Serverinfrastruktur bereitstellt, der muss irgendwo Geld verdienen. Das macht er typischerweise durch Werbung. Werbung macht er nicht selber, sondern es ist ausgelagert. Da gibt es leider sehr wenige Anbieter, die sowas machen. Und diese haben wieder das Thema, dass sie mehr für Werbung verlangen können, wenn sie personalisieren. Also wenn man der einzelnen Person das zeigt, was sie vermutlich braucht. Das geht leider nur, wenn man weiß, was die Person so braucht und möglichst viel von ihrem Benutzerverhalten kennt. Und diese Multimilliarden-Dollar-Industrie ist darauf ausgerichtet, detaillierte Profile des gesamten Surfverlaufs zu erstellen. Dass das problematisch ist, haben viele andere gute Vorträge gezeigt, das möchte ich jetzt nicht näher erklären. Das Problem ist, also wie sie das machen, ist zum einen über Cookies, das ist oldschool, und jetzt neumodisch über die Geräte, also den Fingerabdruck der Geräte. Also die Geräte haben sehr viele eindeutige Eigenschaften, von denen sie sich von anderen unterscheiden, vor allem durch die installierte Software. Und diese kann man dann verschiedenen Benutzern wieder zuordnen und damit hat man dann den Verlauf. Okay, nächster Punkt ist der Stand der Technik. Was gibt es zurzeit? Um sich dagegen zu schützen, bestmöglich, tut man typischerweise seinen Browser abdichten. Da gibt es das empfehlenswerte Projekt, Schwesterprojekt von uns, was der Anton macht, Datendichtung, gibt es einen Link drauf, super Anleitung, wie man das konfiguriert. Und ja, also außer Konfiguration werden ein paar Zusatzplugins installiert. Das hilft, ist aber relativ mühsam und manche Seiten funktionieren schlechter, manche Seiten funktionieren ehrlich gesagt gar nicht. Also das ist das Problem, also ja, so wie es halt ist. Wir haben der nächste Vortrag drüben im Hörsaal 14 GNU Linux Embedded Systems. Der findet da statt, also falls ihr den schauen wollt, bleibt es da, weil wir haben drüben ein bisschen ein Frischluftproblem. Okay. Wir haben es her verschoben. Danke. Dankeschön. Gut, also das Konzept, was wir versuchen. Ja. So besser? Eigentlich nicht. Ja. Das sind beide aus. Ich muss es nur näher zum Mund halten, dann hilft es eigentlich. Gut. Also unser Konzept ist die Privacy Machine. Die funktioniert darauf, dass sie den Device- oder Browser-Fingerprint verändert. Fingerabdruck hat man trotzdem. Das ist einfach technisch notwendig, wenn man im Internet surfen will. Der Witz ist, wir wollen ihn verändern. Also man bekommt einen eindeutigen, aber temporären Fingerabdruck und der ist pro Use Case konsistent. Also ein Use Case ist zum Beispiel, man recherchiert zu einem bestimmten Thema oder man loggt sie ein, also ein getrennter Use Case,
man loggt sich ein als Person, tut seinen Status updaten, hin und her, dann ist man in einem Use Case klar, in dem Fall ist man eben authentifiziert und parallel dazu in einem anderen Use Case ist man anonym. Okay, dazu muss man nur kurz zum Konzept, was gleich auf der nächsten Folie kommt, muss ich kurz erklären für die Leute, die es noch nicht wissen. Was sind VMs oder virtuelle Maschinen? Das sind simulierte Computer. Man kann hier sagen, ich hätte gerne einen Computer mit einem oder zwei CPUs, so und so viel Gigabyte RAM und einer Festplatte, die so groß ist. Bei Festplatten, die simuliert sind, hat man den Vorteil, man kann sie einfrieren zu sogenannten Snapshots. Das hat dann den Vorteil, man kann zu diesem Stand zurückgehen und alle Daten, die nach diesem Snapshot passiert sind, wie Cookies zum Beispiel, sind fort. Gut, das sind die einleitenden Worte. Da sieht man es auch gleich gut. Okay, muss ich eher beschreiben. Also das soll so den typischen PC darstellen, oben die Wolke des Internet. Auf der linken Seite das, was man normalerweise so hat, also einen PC mit Windows, Linux oder Mac, wo darauf läuft ein E-Mail-Programm, was nur funktioniert, wenn sie sich wo einloggt, sinnvollerweise, wo Software-Updates regelmäßig heruntergeladen werden, wo ein Virenscanner läuft, wo ein Browser diverse Arten von Cookies speichert und einen Browser-Fingerprint ins Internet sendet. Da muss man relativ gut aufpassen, dass man auf dem System eine gewisse Anonymität zusammenbringt. Und das, was wir erreichen wollen, ist, dass parallel dazu auf der rechten Seite die Privacy-Maschine installiert ist. Die Privacy-Maschine enthält für den Benutzer unsichtbar mehrere virtuelle Maschinen. Mehrere virtuelle Maschinen, die unterschiedliche Device-Fingerprints und Browser-Fingerprints erzeugen. Diese virtuellen Maschinen haben unterschiedliche IP-Adressen und die bekommen sie, indem sie über Tor oder VPN-Verbindungen selbst welche Internetverbindungen aufmachen. Und wichtig, genau. Jetzt dann, was machen? Wie machen sie das in unterschiedlichen Fingerprint kriegen? Zum Beispiel tun sie die Schriften des Betriebssystems ändern. Also sie installieren unterschiedliche Schriften, sie tun Sprache, Zeitzone ändern und die virtuellen Maschinen haben unterschiedliche Bildschirmauflösungen. Das sind Sachen, die man schwieriger auf dem richtigen PC hinkriegt. Das sind ein paar Details. Bitte, danke. Genau, so soll das Ganze ausschauen, wie ein simpler Browser, wie man es gewohnt ist. Also man hat mehrere Tabs nebeneinander. Ein Tab ist jetzt ein Use Case. Und ein Use Case ist eine virtuelle Maschine. Das Einzige, was man von der virtuellen Maschine sieht, ist der Browser im Vollscreen-Modus. Das heißt, benutzen tut sich wie ein normaler Browser, braucht ein bisschen mehr RAM, aber unten sieht man dann die Linux-Version. Also wenn es nicht im Vollscreen ist, sieht man, dass dahinter zurzeit der stinknormale Ubuntu ist. Und was man noch sehen kann, ist der neue Tab, also das Bild oben. Da sieht man, dass man einen neuen Use Case auswählen kann. Diese Use Cases sind vorkonfiguriert und sind in einem INI-File selber zum Einstellen, was der Rechner hergibt, was man persönlich für Ansprüche hat, das hat jeder andere. Dort wird zum einen eben konfiguriert, welche Plugins installiert sind in dem Use Case. Und man startet dann eben so ein Use Case und dann sieht man eben dieses Fenster. Danke. Wunderbar. Noch ein Nebenpunkt. Linux zu warten ist nicht jedermanns Sache und wir wollen endbenutzertauglich sein. Das heißt, wir wollen die Installationen bereitstellen und für den Benutzer eigentlich sieht er nur mehr, es war jetzt eine neue Version da, Download. Und dann fährt die abgedatete Version hoch. Genau. Wir sind draufgekommen, das ist Arbeit. Und ja, also wir würden uns herzlich über Unterstützung freuen. Also primär also an Entwickler und Admins. Also programmieren tun wir mit C++. Qt ist die Oberfläche. Das ist recht plattformunabhängig. Trotzdem sollte man sich auf der Plattform auskennen. Also für Mac sind wir komplett blank. Windows, Linux geht, aber in allen Bereichen ist Hilfe willkommen. Und diese virtuellen Maschinen wollen aufgesetzt und gewartet werden. Zurzeit haben wir eben auf ein Linux durchgeklickt.
bei den Setup-Installationen ist es genauso möglich, diese virtuellen Maschinen auf Windows- oder Android-Basis zu betreiben. Das ist natürlich aus Sicht des Fingerprints dann noch interessanter. Es gibt auch Lizenzen von Microsoft für Test-Installationen. Man kann man dann eben... Ja, genau. Und zum anderen würden wir uns über Reviews des Konzepts freuen. Das ist ein bisschen detaillierter, als es da in der Präsentation ist, auf der Homepage. Die steht immer unten dran, privacymachine.eu. Und da gibt es immer eine Kontakt-E-Mail-Adresse, das ist ein Verteiler. Das sind wir fünf, die diese E-Mail bekommen. Und ja, sag was. Gibt es Fragen? Also wir benutzen derzeit VirtualBox, um die VMs im Headless-Modus zu starten und verbinden uns dann derzeit über einen RDP-Server darauf, was derzeit leider nur unter Linux funktioniert, da wir Lizenzprobleme mit dem VNC-Code bekommen haben. Also konkret, wir haben einen KDE-Code, wir haben einfach den KRDC-Code geklaut und der war unter der GPL V2 und wir wollten aber andere Lizenz, jetzt haben wir das nur kurzfristig ausgebaut. Lang, egal, Details. Ja. Also das Erzeugen wird beim Update gemacht, dann wird von der hochgefahrenen konfigurierten Maschine ein Snapshot gezogen und nur mehr noch der Snapshot wiederhergestellt, was innerhalb von 10 Sekunden eigentlich funktioniert. Entschuldigung? Für das Update jetzt? Nein, für die laufende Maschine. Also wir laden im laufenden Betrieb, wenn ein neuer Tab aufgemacht wird, die müssen vorkonfiguriert werden. Dann laden wir einfach nur den Snapshot, wo die Maschine schon hochgefahren ist, der Browser schon gestartet ist, die Netzwerkverbindung prinzipiell schon eingerichtet ist. Das ist auch 10 Sekunden pro Tab. Nein, es ist wirklich vorhin zu laufen, da gibt es einen Tab, das ist ein Browser-Tab. Genau. Das gibt es auch noch, ja. Genau, also eine virtuelle Maschine ist ein Use Case und in dem Use Case ist es ja legitim, mehrere Tabs, also normale Browser-Tabs offen zu halten. Die Möglichkeit besteht weiterhin. Es ist halt wichtig, den Benutzer zu vermitteln, dass er das nicht vermischen darf, weil sonst ist das Konzept wirkungslos. Wie viele User gibt es denn jetzt schon verwalten? Wie viele User wir verwalten können? Wie User? Wo sind alle Kapazitäten? Also derzeit ist es so, dass das am lokalen PC läuft. Und also Use Cases. Also wir haben den Vorteil, dass wir momentan sehr alte Rechner haben und da auch gute Tests haben für die Hardware. Also 3 war mein Limit auf einem 4 Jahre alten Rechner. Wir haben jetzt aber noch keine belastbaren Zahlen, weil wir noch Standard-Linux-Installationen gemacht haben. Also wenn man Linux customized, dass nur das läuft, was notwendig ist, sollte man weniger Ressourcenbedarf haben. Es gibt von VirtualBox auch das interessante Feature, dass er sich gemeinsamen benutzten Speicher teilt über mehrere virtuelle Maschineninstanzen. Aber wir haben noch keine Zahlen dazu. Nein, das funktioniert beide. Also der Privacy Machine selbst läuft zurzeit unter Windows, Linux, Mac werden wir einen Entwickler finden und die Hosts selber sind... Ja, bitte. Webcam? Haben wir uns nicht genau angeschaut. Aber wir sollten, also der Use Case wäre, dass man Video, also dass man YouTube schauen kann. Das sollte abdeckbar sein. Bitte schön. Lauter, noch lauter, ja. Ich arbeite dran. Bitte, weitere Fragen? Ja, wie viel Speicher sind jetzt hier in der VirtualBox für den virtuellen Maschinen? Wir sind leider noch nicht so weit, dass wir da konkrete Empfehlungen oder haben. Wie viel Speicherbedarf wir zurzeit brauchen? Das war die Frage, oder? Nein, wissen wir leider noch nicht. Das läuft halt derzeit nur das X-Ubuntu aus der Standarddistribution. Und
deswegen brauchen wir da jetzt, was haben wir eingestellt, glaube ich, 512 Mbit. Also bei mir auf dem Standrechner gehen ein paar mehr virtuelle Maschinen parallel als am Laptop natürlich. Aber wir haben vor, dass wir ein Customized Debian machen, um zumindest auf der Linux-Seite den Speicherbedarf zu optimieren, um dann auch auf schwerer Hardware mehrere virtuelle Maschinen parallel betreiben zu können. Ja, was mich da interessiert, die Idee dahinter ist ja, möglichst viel verschiedene Hardware für den Browser bereitzustellen, damit der Browser halt möglichst viel verschiedene Hardware und andere Dinge von Schriftart und so weiter meldet. Habt ihr überlegt, ob es möglich ist, nicht das in einer virtuellen Maschine zu machen, sondern den Browser im Prinzip per Plugin oder irgendwas zu erweitern, damit er halt zufällig oder konfigurierbar andere Dinge fälschlicherweise ausmeldet an die Webseite? Ja, solche Konzepte gibt es schon, eigentlich gar nicht einmal so weniger. Allerdings sind die immer mit extremen Usability-Einbußen auf der Nutzerseite verbunden und das wollten wir eben durch das Konzept umgehen, dass eben die Usability gleich bleibt, dass man nicht drei Plugins die ganze Zeit verwalten muss und ja, 15 Einstellungen auf Konsistenz prüfen muss, weil wenn man da eine Einstellung falsch macht, dann ist der Fingerprint absolut unique und man hat eigentlich viel Arbeit umsonst gemacht. Tor-Browser selber hat eben einige Änderungen des Source-Codes, um eben den Fingerprint zu verschleiern. Das wäre eine Out-of-the-Box-Lösung. Hat man eben den Nachteil, dass man als Entwickler sehr viel Wartungsaufwand hat und sie haben auch selbst die Long-Term-Release vom Firefox genommen und nicht die aktuelle. Und generell deckt es noch nicht das Szenario ab, dass man mehrere Use Cases parallel fahren möchte, weil dazu ist meiner Meinung nach auch wichtig, eine eigene IP-Adresse zu haben pro Use Case. Danke. Weil das Problem, das große, was wir halt sehen, ist, dass man immer zum Beispiel bei Google was sucht und sich dann mit einem Google-Account irgendwo einloggt, kann man so viel anonymisieren, wie man möchte. Google weiß natürlich, dann kann die Daten verknüpfen. Das gleiche ist bei Amazon, wenn ich bei Amazon was suche und dann das kaufe, möchte ich unter Umständen nicht, dass diese zwei Sachen miteinander verknüpft werden. Deswegen sollten das in verschiedenen virtuellen Maschinen sein. Und ich kriege da das Ende-Schild, also